Ja, meine Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie zu unserem letzten Vortrag hier an diesem heutigen Tag, am Sonntag, gekommen seid. Die besten Referenten kommen immer zum Schluss und es ist immer der Leckerbissen für die, die so lange aushalten. Danke, dass Sie gekommen sind. Das ist Franz Josef Neppe und Dieter Ritter. Genau. Zwei hervorragende Referenten, die wir gerne bei unseren Kongressen immer wieder begrüßen dürfen. Und die sehr engagiert sind und sie haben eine besondere Art ergänzend zur Dorn-Methode. Und es ist einfach erfreulich zu hören, wie die beiden so zusammenarbeiten und wie sie uns wunderbare Dinge erklären. Ich danke euch, dass ihr gekommen seid und wünsche euch viel Erfolg. Danke. Applaus. Ja, herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung. Ich glaube, ich bin schon zwei Tage da, der Klaus ist heute gekommen. Und wenn wir uns begegnet sind, dann werdet ihr ja gemerkt haben, dass Dorn ein Thema ist, das uns in dem Kern unseres Wesens berührt. Es geht also nicht nur um diesen Stachel, den man jemand reinrennen kann, was ja manchmal auch ganz hilfreich sein mag, sondern es geht hier um eine Geschichte, Dieter Dorn hat ja immer gesagt, dass Dorn eine Fühlmethode ist und tue nur, was du fühlst. Und aus dem Hintergrund haben der Klaus und ich uns mal überlegt, wäre es doch mal interessant, das Thema Ergonomie mit IE am Schluss, das wir aber in der Praxis eher als Ergonomie mit ÜH am Schluss erleben. Ihr seht schon, das ist eine Sache, wo man selber messen kann, wenn man fühlt. Und das hat uns irgendwie fasziniert. Ich habe zurückgeschaut, ich glaube auf dem zweiten oder dritten Dorn-Kongress war ich ja schon mal als Referent da mit dem Thema Bioswing. Das wird heute auch ein Teil sein. Und da geht es nicht um die Reklame für die Stühle, die ich verkaufe, sondern da geht es darum, wie bei der Dorn-Methode, dass ihr euer eigenes Betriebssystem hinterher besser versteht und dass ihr ein bisschen mehr begeistert von euch selber seid. Ja? Und jetzt werden wir halt heute euch ein paar Dinge vorstellen. Wir stehen so mitten im Leben. Ich habe vor kurzem im Internet den Dr. Töth entdeckt. Ich weiß nicht, ob euch der Name was sagt. Das ist ein Arzt. Herr Professor, darf ich mich setzen? Ja, gerne. Es ist ein Arzt aus Baden bei Wien. Wer die Wiener Lieder kennt, es gibt ein kleines Wegerl im Helenental in Baden bei Wien und so. Ne? Also, dieser Dr. Töth, jeder hat ja eine andere Sprache im jeweiligen Bereich, wo er es gelernt hat. Er spricht immer vom morphologischen Feld. Und da gibt es so ein schönes Video, das ihr euch im Internet anschauen könnt. Da liegt ein schwerer Mann auf der Wiege, also sicher über 2 Zentner. Und dann zeigt er, wenn du jetzt Altenpfleger bist oder sowas, wie du den so hochhebst, was das für Kraft kostet. Und dann macht er etwas, da möchten wir euch auch hinführen. Er stellt sich so darauf ein, dass er den Mann dann so mit dem Arm rauf, runter, ja. Wieso ist der Mann, der vorher so schwer war, wieso ist der auf einmal so leicht, dass man ihn locker rauf, runter, 5x, 10x so bewegen kann. Kannst du dir vorstellen, ich weiß von meinen Eltern, wenn die krank waren und pflegebedürftig werden, wenn da die Krankenpfleger kommen und die müssen dich heben und so, die haben fast alle Rückenprobleme. Und wenn die ihre Arbeit so machen könnten, genau dieselbe Arbeit, nur nicht mehr nur mit dem Körper, also mit dem Körper, sondern die machen das auf einmal auch mit den anderen Körpern und dann machen die Körper nicht mehr alle was Verschiedenes und dann sind auf einmal anscheinend mehr Möglichkeiten möglich. Und wir wollten euch einfach heute so Experimente zeigen, die wir ja schon gemacht haben
Der Klaus, also wir beide kennen uns mindestens 25 Jahre jetzt. Und es ist wunderbar, wir kennen uns über das Thema QE. Der QE ist der Vater der Autosuggestion, also des eigenen Einflusses im Gegensatz zum fremden Einfluss. Und wenn ihr es überprüft, Pädagogik, Therapie, Politik, Religion, es ist alles fremder Einfluss. Wir merken gar nicht mehr, weil wir darum beschäftigt werden, dass wir den eigenen Einfluss verlernt haben. Und die Beispiele, an denen man es wirklich lernen kann und könnte, die hat man alle aus dem Verkehr gezogen. Die Beispiele, wo man es nicht lernen kann oder verkehrt lernt, die sind alle sehr bekannt. Ich nehme nur ganz kurz als Vergleich den Freud und den QE. Wenn ich euch frage, welches Problem kennt ihr, das der Sigmund Freud praktisch gelöst hat, dann wird wahrscheinlich keiner eins wissen. Wenn jemand den QE überhaupt kennt, dann kann er nur Probleme berichten, die er gelöst hat.